So, moin Pyrus. Heute mal den direkten Vergleich. Dumbum 5 Grammer gegen die Exploder 5 mit 4,5 Gramm. So, ich wurde jetzt schon des Öfteren mal gefragt, welche sind denn besser? Weil die Exploder kostet ja nur um einiges mehr auch, ja? Und das will ich jetzt rausfinden. Schön im gleichen Abstand. Hier in der Linie gefilmt. Und in der Vorne irgendwo hingelegt. Viel Spaß bei der Zündung. So. Also bei den Explodern ist halt deutlich mehr Material auch. Mehr Gewicht. Ich nehme an, mehr Pappe oder was. Auf Feuerzeug. Nochmal die Umgebung checken. Freibahn. Wir beginnen mal mit einem 5 Grammer. Machen wir nochmal einen 5 Grammer. Kommt der Muff. Und der Exploder. Nochmal ein Exploder. Also für mich steht das Ergebnis eigentlich schon fest. Wir machen die letzten beiden halt auch nochmal. Dumm bumm. Und Exploder. So, den Müll sackt mal mit ein. Also die ersten beiden 5 Grammer fand ich jetzt nicht so gut wie die ersten beiden Exploder. Die Exploder waren besser. Bei den letzten 5 Grammer muss ich sagen, also ich empfinde das so, dass der wieder genauso gut war. Also Preis-Leistung, wenn ich überlege, man kann 5 Grammer für so ein Päckchen 10 Euro hinlegen. Und für die Exploder zwischen 7 und 10 Euro, nur 5 Stück, da sind die 5 Grammer von Dumbum deutlich besser. Vom Preis-Leistung, ja, aber so vom Wumms her. Finde ich die Exploder 5 doch schon ganz geil. Aber wenn ich mir jetzt zu Silvester ein Päckchen aussuchen müsste, definitiv die Dumbum 5 Grammer, weil wie viel sind da drin? 20 zu 5. Für nahezu denselben Preis. Brauchen wir nicht drüber reden, ne?
Also klappt wir uns. Dann haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.